Hallo, willkommen zurück. Wenn man depressiv ist, dann ist das mit der Bewegung schwer. Man möchte gar nicht spazieren gehen und trotzdem sagt jeder, geh doch mal raus. Warum ist denn Bewegung so wichtig? Und wie komme ich da hin und möchte ich das überhaupt? Genau darum soll es in diesem Video gehen, weil du möchtest ja rauskommen aus den Depressionen und ich zeige dir Schritt für Schritt den Weg daraus und das ist heute ein weiterer Bestandteil, Bewegung. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir ein bisschen erklären, warum Bewegung so wichtig ist. Also mein Ziel ist heute, wir haben ja schon einen Tagesplan besprochen, Wochenplan, dass du in deinen Wochenplan täglich ein bisschen Bewegung einplanst. Es gibt ganz viele Studien darüber, dass Bewegung unser sozusagen inneres System anregt, dass Nervenbahnen getroffen werden, die uns Glückshormone ausschütten. Das heißt, wenn du dich bewegst, geht es dir automatisch ein bisschen besser. Ich habe hier extra den Pool als Hintergrund gewählt. Vielleicht gehst du gerne schwimmen. Dann kannst du dich so richtig auspowern. Wenn du nicht gerne schwimmen gehst, mach das nicht. 30 Minuten an der frischen Luft wäre am allerbesten. Ein Gehen, ein strammes Walken, auf jeden Fall gut in Bewegung sein. Durch die schnelle Bewegung hin und her wird auch dein Gedankenprozess angeregt. Das heißt, du kannst auch deine miesen Gedanken gerne mit zu laufen, walken, joggen nehmen. Und du wirst erstaunt sein, dass sich die ändern, dass es dir danach ein ganz kleines bisschen besser geht. Jetzt reicht das nicht, das einmal die Woche zu tun oder einmal im Monat, sondern das sollte eine feste Gewohnheit sein. Deswegen nimmst du jetzt deinen Tagesplan, deinen Wochenplan vor und guckst, welche Zeit würde bei dir am besten passen. Morgens, mittags, abends, dass du das einplanst und da reinschreibst, 30 Minuten Bewegung, am besten an der frischen Luft. Dass ja dein Programm, wie es dir wieder besser geht. Das ist ein wichtiges, sehr wichtiges Tool davon. Ich habe das selber eine ganze Zeit lang vernachlässigt und habe mir einen Hund angeschafft. Das ist die einfachste Methode, immer an die frische Luft zu gehen, weil der Hund muss raus. Und ich habe auch extra einen Großen genommen, damit ich nicht nach 5 Minuten wieder zu Hause bin. Auch so kann man sich Anreize schaffen, um in Bewegung zu kommen. Es ist ganz wichtig, dass du das umsetzt und dass du das für dich erkennst, dass das hilfreich ist, dass du damit ja, schneller zufriedener wirst. Okay, ich wünsche dir viel Spaß bei deinen sportlichen Aktivitäten. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest ein bisschen Mehrwert mitnehmen und den Tipp vielleicht direkt umsetzen. Damit du nichts verpasst, abonniere diesen Kanal, damit du auch die weiteren Tipps erhalten kannst und aktiviere die Glocke, dann bekommst du immer Bescheid, sobald ein neues Video da ist. Ich freue mich auf dich.